Oh Leute, ich habe so beschissene Laune gerade. Das gibt es nicht. Ich bin gerade dabei, das Video hochzuladen. Also das Musikvideo von mir und Nina. Nein, ich lade es gar nicht hoch, sondern ich speichere es gerade ab. Und mein Mac ist so am Rumspacken. Und das nervt mich einfach so mega, weil ich... Das ist jetzt, glaube ich, schon der dritte oder vierte Versuch. Und das ist irgendwie seit gestern Abend so. Das war... Ach, keine Ahnung. Mit dem Dynamites Live-Video, welches ihr gestern gesehen habt, hat es auch geklappt. Und jetzt irgendwie auf einmal nicht mehr. Ich will es rausrendern. Und da steht, dass der Mac kein Programmspeicher mehr hat. Ich meine, manchmal zeigt er mir an, dass ich kein Startvolumen hätte, aber das war gestern das allererste Mal, als ich das Musikvideo rausrendern wollte, wurde mir eben angezeigt, dass ich keinen Programmspeicher mehr habe. Und ich bin so mega abgefuckt, weil ausgerechnet bei dem Video, welches mega wichtig ist und ich schon seit Tagen ankündige, dass es am Donnerstag um 15 Uhr kommt und jetzt macht mir die Scheißtechnik irgendwie einen Strich durch die Rechnung. Tut mir leid für diese wundervolle Einleitung in dieses Video. Ich bin so gestresst. Ich bin so gestresst. Ich muss noch zu meinen Eltern fahren und dort die Videos hochladen. Sowohl Dynamites Live als auch das Sandy Dynamite Video, weil das Internet hier so schlecht ist. Und würde ich das hochladen, ich würde das bis heute Abend gar nicht schaffen, meine Videos hochzuladen. Vor allem, wir haben jetzt schon 12:30 und in 2,5 Stunden muss das Video raus sein. Und ich habe noch kein Thumbnail gemacht, ich habe noch keine Infobox gemacht, ich habe noch gar nichts gemacht. Ich kriege richtig Bauchschmerzen. Außerdem habe ich Hunger. Immer diese Scheiße. Vor allem, der Rechner ist noch nicht alt. Ist ungefähr ein halbes Jahr alt. Alle prahlen immer davon. Mac wäre so toll. Ich meine, ich finde Mac auch toll. Aber mein Windows-PC früher zum Beispiel hat nicht solche Spacken gemacht und immer wieder angezeigt, dass der Programm... Nein, dass das Startvolumen voll sei. Das Startvolumen. Was für ein scheiß Startvolumen. Ich habe doch nichts auf dem PC. Keine Dateien, keine Fotos. Es ist alles auf der externen Festplatte. Boah, Mac macht nicht so eine Scheiße. Was soll das denn? Da zahlt man schon, aber hunderte von Euro, damit man so einen scheiß Apfel da drauf kleben hat und es funktioniert noch nicht mal. Oh, ich kotz gleich im Strahl, ey. Leute, es ist schon wieder abgekackt und ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ich habe jetzt einfach meine andere externe Festplatte genommen und versuche jetzt die Datei da drauf zu speichern, aber irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie ich das möchte. 15 Minuten steht da jetzt. Okay, wir haben jetzt 12:45. Mhm, geil. Richtig geil. Ich werde jetzt einfach in der Zeit, in der das jetzt versucht abzuspeichern, in den Keller gehen und Wäsche machen. Ich muss ja irgendwas Produktives schaffen, wenn das schon nicht funktioniert. Nicht abgestürzt sein. Es läuft noch. Bleib doch nicht bei 100% stehen. Mach doch einfach was. Bitte. Hat's funktioniert? Bitte, 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 bitte. Es hat funktioniert. Bis zum Ende? Ich renn dir das Video verbreiten. Oh, genau. Unbedingt bei der Nina. Okay. So, Leute. Ich packe jetzt meine Sachen. Wir fahren jetzt zu meinen Eltern. Dort lade ich das Video hoch. Ich muss noch das Thumbnail machen. Oh, bitte, es darf nichts mehr schief gehen. So, noch schnell Jacke an, dann geht's los. Mimi! Hast du geschlafen? Ich sitze jetzt hier, dachte, wird alles gut, habe das Video hochgeladen und bei 47% ist das WLAN einfach mal so weggefahren. Den Stecker rausgezogen, wieder reingesteckt. Habe ich Internet? Bitte, bitte. Ja, 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 jetzt läuft. Lauf, 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 lauf. Ey, wenn der Tag rum ist, ne? Mach ich 3 Kreuze. Erstmal Beruhigungskaffee gemacht, weil der Kaffee auch so beruhigt. Das ist so schlecht, das ist einfach nur schlecht. Daniel müsste jetzt auch zu Hause sein. Wir fahren ja jetzt gleich nach Dortmund. Also er wollte unbedingt nach Dortmund wegen einer Handyhülle. Mal schauen. Wegen der Handyhülle fahren wir nach Dortmund.
Das ist der Daniel. Ich bin endlich wieder zu Hause und es ist vollbracht. Das Video ist online. Ich habe Kopfschmerzen. Boah, Schatz, ich habe mich heute so aufgeregt, es hat nichts geklappt. Das Video wollte ich abspeichern, es ist immer wieder abgebrochen. 7-mal bestimmt oder so. Dann, ich war bei meinen Eltern, hat es endlich geklappt, ne? Das war schon mega knapp von der Zeit her. Dann war ich bei meinen Eltern, wollte es hochladen. Internet funktioniert nicht. Nee. Ist das, kann nicht wahr sein. Ich muss erstmal so eine Ibuprofen und ein Paracetamol nehmen. Und guck mal, Daniel hat neue Haare. Also, neuen Haarschnitt. Hallo. Voll geil. Ja, kürzer geworden. Sexy. Ja. In der Tiergalerie und Daniel postet ein Bild. Ja. Auf Instagram. Und wie heißt du da? Daniel on Tour. Instagram, wie heißt ich da? Daniel on Tour. Da, Note 4. Boah, richtig geile Höhlen. Die ist voll schön. Die ist richtig geil. Was ist denn der Spaß überhaupt? Das ist mega cool. Man kann hier sein Case selber gestalten. Ich finde das hier so geil. Ja, man hört das. Don't touch my phone. Das ist so schön. Ja, mal sehen, das hier nehmen. Ja. Richtig geil. Aber hier ist auch voll geil. Jetzt ist es zu spät, ja, ja, aber den Lade läuft ja nicht weg. Ja, weißt du, ich wollte mir auch gerade eine Handyhülle kaufen. Dann sagt der Hülle, du bist schön so grün. Willst du mal deine Hülle zeigen? Yay! Yeah. Voll geil. Ich fühle mich hier voll so wie zu Hause. Das ist meine Hut hier. Mein Hut. Was ist für mich heute? Tüdelü, kleiner Rückser. You're my heart, you're my soul. Wolfgang Petri. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich dich sein, vertraut und verrückt sein. Na, na, na. Jetzt kommt ein richtiger Schlager. Zu Hause angekommen. Ich konnte mir jetzt erst die Kommentare unter dem Video von Justin Bieber, Love Yourself, wie man es nimmt, ob es eine Parodie ist oder eine Übersetzung oder was auch immer. Ach ja, Leute, es ist eine wie meinte Kathi, eine sinngemäße Übersetzung und keine wortwörtliche Übersetzung. Man kann es eigentlich sehen, wie man möchte. Es kann eine Parodie sein, es kann ein Cover sein, es kann eine reine Übersetzung sein, aber eben eine sinnliche Übersetzung, so dass es auch eben gut klingt. Ja? Es muss nicht eins zu eins denselben Sinn haben. Also es hat im Endeffekt schon denselben Sinn, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Danke für diese ganzen krassen Kommentare. Danke für dieses mega geile Feedback von euch. Ich freue mich so krass. Ich bin so... Ich bin so froh. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so dankbar. So, jetzt wird endlich gechillt, beziehungsweise Dexter geguckt. Mach ich doch. Außerdem werden wir heute, ich meine wirklich damit heute, also jetzt, wenn ihr das Video seht, am heutigen Tag, am Freitag, also streamen. Wir streamen auf YouNow und ja. Wir. Wer wir? Wir streamen doch am Freitag auf YouNow. Sprich, jetzt. Du nicht? Du und ich oder du nicht?
Du und ich. Folgt mir am besten auf den sozialen Plattformen wie Instagram und vor allem Snapchat und Twitter. Und dort werde ich nämlich posten, sobald wir beide streamen. Auf jeden Fall erst am Abend. Ich schätze mal so gegen 8, 9 oder 10 Uhr. Oder auch direkt dort Fan werden. Und dann bekommt ihr direkt eine Nachricht. Bing, aufs Handy oder je nachdem, wie ihr euch da anmeldet. Und dann können wir gemeinsam quitschen. Was isst du da? Ja. Wir waren gerade bei KFC. Ja, und das war vor einer Stunde. Hau bloß ab und fick dich selbst. Mach an. Wenn ihr noch nicht genug von uns haben solltet, verlinke ich euch einmal hier oben unser letztes Video. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns dann morgen. Bis dann. Tschüss.